Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Ja, ihr habt mich tierisch überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es tatsächlich, wie gesagt, mein Kanal hat es tatsächlich bis auf 300 Abonnenten plus gebracht. Also, ich habe es nicht in Prozent ausgerechnet, aber vor 2 Wochen war ich noch bei 44 oder 45 Abonnenten und jetzt bei 301 oder 302. Das erste, was mir darauf einfällt, ist: Dies ist Sparta! Yeah! Dankeschön! Auf jeden Fall super Daumen hoch von mir, dass ihr so zahlreich auf meinen Kanal kommt, meine Videos kommentiert, liked und kräftig Abos da lasst. Vielen herzlichen Dank! Ja! Und schon geht es auch weiter. Ich habe mir hier ein Bild aus dem Internet gezogen, ihn ein wenig abgewandelt, der besonders im Anfangsbereich ja machbar ist, aber schon etwas an Know-how voraussetzt. Das erste, was wir dafür benötigen, ist eine Sturmmaske. Eine Sandsturmmaske. Sieht ein bisschen ugly aus, das Teil, aber es ist hilfreich. So, und was ist der Vorteil dieser Sandsturmmaske? Sie hat einen Gasschutz. Richtig. Sie schützt euch nicht nur vor dem Sand der Wüste, wenn es wieder zu einem der berüchtigten Sandstürme kommt. Nein, ihr seid auch vor Gas geschützt. Es ist quasi eine antike Gasmaske, wenn ihr so wollt. Nun, und warum soll man nicht ein Bild bauen, wo man Gas für sich nutzen kann? Und genau das ist die Grundlage dieses Bilds, den ich euch hier gleich präsentiere. Einen Namen habe ich nicht dafür. Ich war erst am Überlegen gewesen, ob ich ihn den Gasmann-Bild nennen soll, aber diesen Namen finde ich doch sehr obskur. Und so bin ich noch ein wenig, ja, unentschlossen, was ich dazu sagen soll. Ich sag einfach mal, dieser Bild hat es in sich. Er vereinigt Schaden durch die Waffe, durch die Einhandwaffe, Schutz durch den Schild und massiv Damage und auch Schutz durch die Glaskugel, durch die Gaskugel. Denn, das werde ich euch gleich zeigen. Für die restlichen Parts habe ich mir den hyperboreanischen Sklaventreiber auserkoren. Hier in dem Fall die makellose Form dazu, da sie einen Stärkebonus gibt. Nun, die Attribute sind wie folgt aufgeteilt. Stärke 34 plus 7, also damit ich hier die 4 Perks voll habe. Keinen Punkt in Beweglichkeit, es wird nicht benötigt. Vitalität 27 plus 3, also 30. Damit ich den Perk 3 will die Vitalität für die Gesundheitsregeneration habe. Präzision ist nicht benötigt, da kein Bogen. Stehvermögen immer wieder schön, ganz ohne Viagra brauchen wir noch nicht. Ja, ihr seht es, Ausdauer. Belastung, okay. Warum? Hauptsächlich wegen dem sicheren Stand und auch wegen dem erhöhten Schaden, den man macht, wenn man überlastet ist. Ja, und dann zum Schluss noch Überleben. Und hier ist das erste Mal, dass wir einen Überlebensperk überhaupt aktivieren. Roh und blutig. Du musst rohes Fleisch nicht kochen, nur um eine Lebensmittelgiftung zu vermeiden. Das heißt, du kannst jedes Fleisch, egal ob gekocht oder ungekocht, in diesem Perk verwenden. Nun, dafür brauchen wir, wie ihr es seht, natürlich Gasflaschen. Gasflaschen stellt man, wie soll es auch anders sein, in der Feuerschale her. Dafür benötigt ihr mindestens einen Sklaven der Stufe 3, besser noch Stufe 4. Ihr wisst ja, der Sklave Stufe 3 hat maximal 50% Chance, Rezepte zu hinterlassen bzw. anzubieten, wenn man ihn in die Handwerksstation einspannt. Nun, was brauchen wir für eine Gaskugel? Wir brauchen 7 Bovist, also 7 Pilze und eine Wasserkugel. Wie man eine mit Wasser gefüllte Glasflasche herstellt, habe ich euch bereits gezeigt in einem der vorherigen Videos. Wir müssen dieses Wasser jetzt nur zu einer Wasserkugel umtransformieren. Dafür braucht man eine mit Wasser gefüllte Glasflasche und
einmal Wundsekret. Ich habe mir hier 25 Glasflaschen hingelegt, sowie 81 Wundsekret. Wundsekret erhält man am einfachsten, indem man Fisch einfach kocht. Ihr seht, mit jedem Fisch, der gekocht wird, geht das Wundsekret nach oben. So, zurück zur Feuerschale. Whee! Wir wollen ja hier die Wasserkugeln herstellen. Stellen wir mal 25 Stück her und an das Gute. Bams, bams. So, 20 Stück haben wir. Warteschlange löschen. Jetzt wollen wir natürlich die Gaskugel herstellen. Wir brauchen, wie gesagt, die Wasserkugel und wir brauchen Pilze. So, da stellen wir mal 10 Stück her. An damit. Und ihr seht, trotz dass wir einen Stufe 4 Sklaven haben, nee, wir haben nur einen Stufe 3 Sklaven, einen chemischen Alchemisten, der war aber wie immer bei der letzten Purge dabei. Ich brauche gar nicht mehr zu den Lagern hinzulaufen. Die kommen alle zu mir, wenn die Purge aktiv wird. Und ihr seht, ich habe Glück gehabt, er kann diese Rezepte handeln. So, 10 Stück habe ich hergestellt. Jetzt habe ich erstmal genug. Man kann bis zu 25 Kugeln auf einmal in einem Stack mit sich führen. Danach geht der zweite Stack los. Nun, was ist der Vorteil dieses Builds? Ganz einfach, ich zeige euch das mal, sobald ich mich außerhalb meiner Basis befinde. Auf den Aufzug können wir jetzt mal nicht warten. Er gesagt, wollen wir jetzt mal nicht warten. Wir gehen den direkten Weg. So, hier kann keiner meiner NPCs kreuchen und fleuchen. Nun, ihr kennt das ja, normal Damage, immer schön und gut. Kostet Ausdauer, wie gehabt. Und wenn euch die Gegner einfach auf den Leib rücken, Gaskugel raus, zielen, werfen, Explosion reinstellen. Jeder Gegner, der da reinläuft, kommt unweigerlich zu Tode. Und, das ist jetzt ein PvP-Aspekt, in diese Build kommt ein gegnerischer Spieler nicht so leicht rein. Das heißt, ihr könnt hier in aller Ruhe euer Süppchen schlürfen, regeneriert euch dazu und er, ja, entweder schießt er mit Pfeil und Bogen auf euch und trifft euch eventuell oder auch nicht. Oder er versucht es mit einer Waffe und setzt sich unweigerlich den giftigen Dämpfen der Gaswolke aus. Da man die Gasflaschen natürlich herstellen muss, muss man damit immer ein bisschen sparsamer sein. Ja, also man sollte sie nicht eine riesige Gasfläche vor sich ausbreiten. No, Sir, das sollte man tun, nicht unterlassen. Man sollte einfach darauf achten, dass die Gegner schön in den Gasbereich, den man erstellt hat, reinkommen. Dafür reicht in der Regel eine einfache Wolke aus. Wie effektiv dieser Build ist, möchte ich euch jetzt direkt mal zeigen. Dafür müssen wir kurz in den Administratorenmodus, den ich gerade nicht aktiv habe. Mach mich zum Admin. Yes! Yes, you can be Admin. So, Gott ist aus, Tarnen ist aus, keine Spritkosten. Sprintkosten ist auch aus. Wunderhübsch. Und jetzt gehen wir hier einfach mal in die namenlose Stadt. Man kennt es. Viele, viele Untote, viele, viele Echsen, viele, viele Drachen. Und ich ganz allein. Keine hübsche Frau da, die mich irgendwie ein bisschen aufmuntert. So, aber kein Problem. Ich habe ja meinen Gasbild. Wofür brauche ich eine hübsche Frau, die mich aufmuntert? Da wandern die Untoten. Ich will aber keine Untoten. Ich will die kleinen Drachen sehen. Obwohl, wir können natürlich auch die großen Drachen nehmen. Ja, nehmen wir da den großen Drachen. Der geht genauso. Da hat mich schon einer gesehen. Zwei Treffer und down ist er. Sobald Gegner ihren Schild gezückt haben, hilft nur noch eine schwere Attacke, keine leichte, die prallt ab. So, Drache, wo willst du hin? Ihr seht, wir haben hier einen ausgewachsenen Drachen. Ich glaube, das ist ein Gründrache. Der weiß schon, was ihm bevorsteht, deswegen kommt er jetzt auf uns zu. Das erste, was ich tue, Gas.
Naja, oder auch nicht. Vorführeffekt. Gas. So, Schild raus, Waffe raus. Schild zücken. Den riesengroßen Drachen in die kleine Lache schleudern. Und ihr seht, er nimmt schon massiv Schaden. Und das unterstütze ich noch mit meiner Axt. Zwischendurch mal den Schild aktivieren. Natürlich dann, wenn er zuschlägt. Jetzt habe ich mich schön da durchgeglimst. Noch eine Gasflasche. Toll, da war ich nicht schnell genug. Kein Problem. Wieder rein in die Gaswolke. Schnell ein Süppchen schlürfen. Und ihr seht, das Skelett, das ich in die Gasflasche, in die Gaswolke gebracht habe, nimmt Schaden und der Drache auch. Nur, dass er hier in der Gaswolke steht. So. Entschuldigung. So, jetzt muss ich erstmal wieder in die Gasformation rein. Wunderhübsch. Das passiert noch ein bisschen, dass man hier ab und zu durch die Gegner stackt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, das Gas hat sich aufgelöst. Gar kein Problem. Wieder eine Flasche raus. Erstmal getroffen werden. Bims. Und weiter geht's. Bei so großen Gegnern wie diesem Drachen ist es natürlich nicht wichtig, dass der Gegner genau mit der Schnauze in der Gaswolke steht. Es wäre zwar optimal, aber er nimmt so oder so Schaden. Denn er wird so oder so krepieren. Ja, ihr seht, durch die Einwirkung des Gases ist auch dieser mächtige Gegner schlussendlich, ja, dahin geführt worden, wohin er gehört, nämlich in den Tod. So, und einen ausgewachsenen Drachen zu erledigen, bedarf schon einiges an Trefferpunkten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Damage er insgesamt hat. Das weiß ich nur bei dem großen... Bei dem großen Drachen, bei dem untoten Drachen, der wie gesagt um die 50.000 Trefferpunkte hat, also 50.000 Leben hat. Aber ihr seht, allein mit dieser Gaswolke hat es wunderbar geholfen. Umso mehr Gegner da sind, umso schwieriger wird es natürlich, diese Gasflasche zu werfen. Logisch. Ja, sie hauen euch, ihr nehmt Schaden, sie machen starke Angriffe, ihr kippt um. Dafür ist es wichtig, dass ihr die Attribute so setzt, wie ich sie euch gezeigt habe. Dadurch seid ihr standhafter, diesmal eindeutig gemeint, und kippt nicht so leicht aus den Latschen. Ja, und das war auch schon dieser Bild gewesen. Ich bereite jetzt den nächsten Bild vor und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Für euch eine Sekunde. Ciao, ciao. Und jetzt präsentiere ich euch einen Bild, den ihr... ja, schon zum Anfang an, eher gesagt, relativ früh nutzen könnt. Und zwar den sogenannten Schamanenbild. Ja, ihr habt richtig gehört, es basiert auf dieser Rüstung, eher gesagt, auf dieser Rüstung, die ich hier gerade anhabe. Das ist die sogenannte Schamanenrüstung. Die Schamanenrüstung werdet ihr relativ früh im Spiel herstellen können. Und zwar werdet ihr sie hier schon unter dem normalen Rüstungsmacher finden können. Jetzt müssen wir selbst erstmal gucken, da ich nicht hundertprozentig sicher bin. Ah ja, hier unter den Barbarenrüstungen findet ihr bereits die kambojanische Schamanenrüstung. So, und diese kambojanische Schamanenrüstung ist nicht nur sehr leicht herzustellen,
Ja, ihr findet überall die Materialien, auch wenn ihr noch mitten in der Levelphase seid, so ab Level 15 herum. Und sie bietet euch von vornherein ja nicht nur einen guten Schutz zum Anfang, sondern auch direkt plus 5 in Stärke. Für Stufe 60 habe ich mir da jetzt diesen Bild ausgedacht. Das ist ein ja, netter Allrounder, möchte ich ihn jetzt einfach mal nennen, der hauptsächlich auf seine Vitalität fußt, allerdings auch auf die Stärke bzw. auf das Stehvermögen bzw. den Mut. So, die Stärke wird deswegen mit 29 hochgesetzt, da ich davon ausgehe, dass man durch legendäre Waffen, durch Tränke noch 11 Punkte hinzugewinnen kann, eher gesagt 6 Punkte hinzugewinnen kann, um diesen Perk bis auf 40 hochzustufen und damit die brutalen Schläge freizuschalten. Ansonsten Vitalität 40, das erklärt sich hier von selbst. Man ist aufs Leben basiert, so Stehvermögen ebenfalls 27 plus 3. Hier empfiehlt sich natürlich die Vitalität Kampfzeichnung zu verwenden, um auf diese plus 3 zu kommen. Und schon hat man den dritten Perk, die Eisenmuskeln, mit aktiv. Für den normalen Anfängerbild reicht natürlich eine ganz normale Einhandwaffe plus Schild oder das, was man gerne machen möchte. Man kann diesen Bild auch mit Speeren verwenden, genauso wie man ihn mit Keulen verwenden kann, mit Äxten verwenden kann und so weiter und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein sehr preiswerter Bild, den man schon relativ früh nutzen und ausbauen kann. Und er bietet für jeden etwas. Er ist gut für den Schutz aufgrund des hohen Lebens. Er macht ordentlich Schaden mit normalen Faustwaffen, also keine Fernkampfwaffen, aufgrund der erhöhten Stärke. Hallo, Eli. Ui, er hat mich trotzdem erwischt in dieser Entfernung. Gut. Kann ich auch. Seht ihr? Und da geht dann der Elefant fliegen. Fall ja nicht auf mich drauf. Ach, da ist noch einer. Hallo, Tija. Na, Genghis Khan. Shere Khan. Ja, irgendeinen Khan habe ich jedenfalls. So, ihr seht, dieser Bild ist für euch geeignet, wenn ihr noch wenig Materialien zum Einsatz habt. Wenn ihr etwas fortgeschritten seid und auch schon ja, den ein oder anderen Sklaven an einer Arbeitsstation bzw. einen Rüstmachersklaven an eurer Arbeitsstation hat, empfiehlt es sich durchaus, diese Schamanenrüstung gegen eine makellose Schamanenrüstung zu ersetzen, was natürlich den Stärkebonus nochmal um 3 Punkte anhebt. Ja, und das war der einfachste Bild, möchte ich jetzt mal sagen. Als nächstes bin ich schon einen weiteren Bild am Vorbereiten, den ich euch gleich auch noch präsentiere. Bis später denn. Und hier jetzt der letzte Bild. Das soll nicht heißen, dass es der allerletzte Bild ist, aber es wird auf jeden Fall die letzte Präsentation eines möglichen Talentbilds von mir aus sein. Nun, auch dieser Talentbild ist wie der vorherige Schamanenbild ein Allrounder. Er ist so aufgebaut, dass man sowohl Nahkampf- als auch Fernkampfwaffen gut in Einklang bringen kann. Zu Kosten natürlich des Schadens, den man raushaut. Aber mit diesem Bild ist man jeglicher Situation gewachsen. Egal, ob man irgendwo ja, vor einer Schildkröte fliehen muss oder ob man sich todesmutig dem toten Drachen, dem untoten Drachen besser gesagt, entgegenstellt. Also mit diesem Bild seid ihr auf jeden Fall gut beraten. Ich werde euch gleich mal die Attribute zeigen, aber erst muss ich im der Gefahr des nahenden Todes erstmal was trinken. So, und hier sind sie, die Attribute. 34 in Stärke, 10 in Beweglichkeit, 30 in Vitalität, 15 in Präzision, 21 in Stehvermögen, 20 in Belastung und die restlichen 2 habe ich ins Überleben gepackt. Ich hatte noch 2 Punkte übrig gehabt und die passten nirgendwo
rein. Dieser Build ist, wie gesagt, auch während der Levelphase sehr zu empfehlen. Den könnt ihr euch so peu à peu aufbauen. Was ihr da als erstes skillt, ist natürlich euch überlassen. Wenn man später die ganzen Waffen ausgerüstet hat, beziehungsweise man alles am Start hat, sollten die Plus-Effekte noch ein wenig anders rüberkommen. Dann sollten hier beim Stehvermögen lediglich plus 3 sein. Hier Präzision ist bereits richtig aufgrund der Rüstung, plus 5. Und bei Stärke sollten es plus 6 sein. Wenn ich jetzt hier meine Waffe ausrüste, das ist natürlich schon eine legendäre Waffe, ist das sogar bei plus 8 und der vierte Perk ist aktiv. Präzision bleibt wie sie ist und, Stehvermögen bzw. Mut ist eh schon über der Gürtellinie, da ich auch nach wie vor immer noch die Kriegsbemalung Mut bzw. Stehvermögen drauf habe. Die Rüstung ist das stygische Plünderer-Set. Auch dieses stygische Plünderer-Set kann man relativ früh lernen, indem man hier die Räuberrüstung aktiviert. Aktivierbar, wie gesagt, lernbar ab Stufe 30. Man benötigt den normalen Rüstungsmacher und man muss Stahlwerkzeuge herstellen können. Dann kann man hier die stygische Rüstung, Plünderrüstung herstellen, welche euch plus 5 auf Präzision gibt. Ausgerüstet habe ich an Waffen die Axt des Löwen, den Zorn Brurax des Schwarzen sowie das Auge des Kahns inklusive Sternmetallpfeile. Während der Levelphase werden das natürlich noch keine legendären Items sein. Die müsst ihr euch erst finden bzw. stehlen. Aber im Laufe des Spiels wird sich eure Ansammlung an legendären Gegenständen hoffentlich erhöhen. Wie gesagt, es ist natürlich alles eine Frage der Aktivität bzw. des Durchhaltevermögens. Weil gerade die Weltbosse sind doch sehr haarig, besonders wenn man sie alleine machen muss. So, und das war es auch schon. Dieser kleine Elefant, Benjamin Blümchen, hat es jetzt nur das Zeitliche gesegnet. Töre. Und, ach, da ist noch ein kleiner böser Tiger. Komm her, so, das hast du nur davon. Jedenfalls mit diesen beiden Allgemeinbilds, die ich euch jetzt präsentiert habe, seid ihr besonders während der Levelphase gut aufgehoben. Ja, und das waren sie auch schon gewesen, die Builds, die ich für euch erstmal parat habe. Wie ihr euren, ob ihr so skillt oder nicht, ist natürlich euch überlassen. Was ich euch hier präsentiert habe, sind natürlich nur Tipps. Tipps und Tricks. Wenn ihr eine bessere Skillung habt, klar, nutzt sie. Ich bin nicht perfekt, ich bin ja auch nur ein Spieler, genauso wie ihr. Und wenn ihr sie mir mitteilen wollt, macht es. Ich bin immer neugierig, neue Skillmöglichkeiten zu finden und auch mal was Neues auszuprobieren. Es muss nicht immer nur das Gleiche sein. Von daher, auch jetzt gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen hoch, Daumen runter, Entschuldigung. Ja, hinterlasst auf jeden Fall einen Kommentar. Würde mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Sagt mir, ob eine der Skillungen, die ich euch präsentiert habe, eher was für euch ist oder ob ihr damit überhaupt nicht zurechtkommt. Wenn noch offene Fragen sind, raus damit. Wenn ich die Zeit habe, so wie heute, wo ich ein bisschen frei habe, beziehungsweise jetzt noch die nächste halbe Stunde frei habe, werde ich zusehen, dass ich sie beantworten kann. Ansonsten, wenn ich wieder zurück bin. Ja, und falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da. Empfehlt mich euren Freunden, Bekannten, Familie, wen auch immer. Mein Kanal kann immer Menschen gebrauchen, die Lust und Leidenschaft an interessanten Spielen haben. Und die gerne aktiv bei YouTube mitwirken, also sprich liken, disliken, kommentieren, Abos dalassen und so weiter und so weiter und so fort. Als denn, ich werde nachher noch ein weiteres Video aufnehmen, habe ich mir vorgenommen. Das wird dann jetzt auch das letzte Video
vor dem finalen Release sein, der ja morgen stattfinden wird. Und da werde ich ein wenig auf die Levelphase eingehen. Da werden wir mal darüber sprechen, wie man möglichst effektiv in Conan Exiles levelt. Als denn, haltet die Ohren steif, bis später, macht es gut, ciao, ciao.